Louis frisst diese Viecher? Bei der Kreaturenwiege wird er einiges zu futtern haben. Und wir müssen die heiße Luft-Challenge bestehen. Rettungsmission Tag 30. Wir haben in der letzten Folge mit der fünften Welt begonnen, dem Garten der Giganten und einen Kopayaner gerettet. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Mein Name ist Doba, aber viele nennen mich einfach Dob. Von Beruf bin ich Schatzjäger. Ich reise durch die gesamte Galaxie und helfe denen, die meine Hilfe brauchen. Die könnten wir tatsächlich brauchen. Sag mal, Dob, kennst du vielleicht eine Tierärztin namens Nelly? Sie kennen? Ha, Nelly ist eine Kollegin von mir, genau wie Jock. Als wir auf diesem Planeten landen wollten, haben wir die Kontrolle über das Schiff verloren und sind abgestürzt. Ah, das tut mir leid. Wie ist es dir denn seit dem Absturz ergangen? Super. Es war ein harter Überlebenskampf. Wir entdeckten eine Art Leuchtsirup. Den habe ich morgens gesammelt und versaftet. Huh? Wirklich? Du redest bestimmt von Leuchtsaft. Wie schmeckt der? Gar nicht mal übel. Kopayaner sind bekannt dafür, beim Essen wählerisch zu sein. Außerdem funktioniert ihr Geschmackssinn anders als unsere. Wisst ihr noch, wie Digo den Leuchtsaft für ein Getränk gehalten und getrunken hat? Mambe. In der Nacht habe ich kein Auge zugetan. Wenn du mit deinen Kollegen zusammen warst und genug Nahrung hattest, warum warst du dann allein, als wir dich fanden? Tja, eines Tages tauchte jemand aus dem Nichts auf und klaute unseren Sirup. Wir haben ihn dann verfolgt. Aber irgendwann habe ich Jork aus den Augen verloren und dann wurde Nelly von einem riesigen Hund weggeschleppt. Mohey! Ihr wurdet also getrennt. Wie furchtbar. Super. Tja, ich habe überall nach ihnen gesucht, aber dann bin ich vor Hunger ohnmächtig geworden und ja, dann war ich hier. Wir haben gesehen, wie einer deiner Kollegen entführt wurde. Erinnerst du dich noch, wo du deine Kollegen aus den Augen verloren hast? Nicht genau, nee. Aber sie können sich nicht weit von dem Ort entfernt aufhalten, an dem ihr mich gefunden habt. Gut. Seid ihr versichert, dass die Rettung deiner Kollegen unsere oberste Priorität ist? Rettungscrew, intensivieren wir unsere Suche im Garten der Giganten. Verstanden. Nellys Kollege wurde gerettet. Nellys Kollege Doba zufolge könnte sie sich im Garten der Giganten aufhalten. Wir müssen sie finden. Otchen verlässt sich auf uns. Ja, und wir machen ohne Umschweife weiter, weil ich habe weder viel Rohmaterial, noch ist Otchen groß motiviert. Wir haben halt nur eine Höhle gemacht. Und angeblich nur 16%, aber bei dem Heldenversteck war das jetzt ja auch nicht so genau. Machen wir einfach unbeschwert weiter. Check halt auch nicht ganz, wie das genau berechnet wird. Also, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel ein geretteter Dude mehr Prozente gibt als ein Schatz. Was vielleicht auch Sinn ergibt, weil es halt nur, ich glaube, 8 oder 6 Leute hier zu retten gibt. Ja, wie dem auch sei, wir müssen jetzt unbedingt diesen großen Feuerpunktkäfer besiegen. Und damit keine andere Möglichkeit einfällt, als da blind und vielleicht auch blöd reinzustürmen, machen wir das jetzt. Hier ist noch ein Erdloch mit vermutlich etwas Rohmaterial, das holen wir uns. Oder komme ich hier vorbei? Nein, komme ich nicht. Das war jetzt meine letzte Hoffnung. Hat leider nicht geklappt. Okay, aber er ist noch nicht aufgewacht. Das ist gut. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass 60 Pikmin reichen. Auch wenn die meisten nur noch Blood-Pikmin sind. Ja, es hat gereicht. Sehr gut. Okay, er ist tot. Dann könnt ihr schon mal dafür sorgen, dass hier alle Pikmin künftig ohne Probleme durchkommen. Musste nur kurz das Missgeschick ausgleichen. Okay, jetzt laufen sie los. Und, ja, ich würde sagen, Otchen geht mit dem Rest der blauen Pikmin zurück. So.
Genau. Schließt euch Otschen an. Während das Wasser abgeschaltet wird, können wir ja schon mal das Feuer weiter transportieren. Das scheint ja in der ganzen Welt relevant zu werden. Blaue brauche ich dann nicht mehr, aber rote. Ich kann mich erinnern, dass da unten noch ein Grill ist. Den können wir ja mal eben aktivieren. Okay, gleich ist das Wasser abgeschaltet. Warte, kommst du überhaupt da runter? Das scheint irgendwie schwieriger zu sein, als ich dachte. Warte. Holen wir mal einen neuen Tannenzapfen. Ja, aber das müssen wir wirklich für künftige Grills bedenken. Es ist tatsächlich so, dass die Pikmin, die den Tannenzapfen tragen, alles andere als einfach an ihr Ziel gelangen. Die nehmen halt auch nicht auf Otschen Platz, logischerweise, weil er sonst Feuer fangen würde. Das ist schon ein kleines Problem. So, auch hier brauchen wir jetzt Feuer, um die ganzen Hazards zu beseitigen. Und zu meiner Linken ist ja auch noch eine Höhle. Ich denke, die machen wir dann auch sofort. Weil alles, was wir noch in der Welt zu tun haben, liegt weit, weit weg von dem, was sich in diesem Gebiet befindet. Da befindet sich nämlich genau genommen gar nichts mehr. Da sind wir jetzt fertig mit. Leichen abtransportieren, Rohmaterial abtransportieren. Das spielt jetzt alles noch eine Rolle. Und wir könnten auch mal darauf gucken. Oder wollen wir erst die Banane holen? Weil ich muss jetzt eh noch ein bisschen Zeit schinden, bis die ganzen Pikmin hier fertig sind mit ihrer Arbeit. Und pflücken müssen wir auch noch, Mensch. Ja. Holen wir mal schnell die Banane, wobei das nicht so aussieht, als wenn wir die einfach geschenkt bekommen. Ja, war klar. Ich habe jetzt zwar eher einen Spinnenmonster erwartet, aber die Biester, die sind auch gefährlicher, als sie aussehen. Zumindest in ihrer Riesenvariante. Ich meine, guckt euch mal diesen riesen Mund an. Die können mit Sicherheit einige Pikmin mit einem Schlag wegfuttern. Oh, und da hinten brauchen wir noch Steinpikmin. Das wusste ich jetzt nicht. Lul, was? Hier ist auch noch eine Höhle? Alter, meine Annahme, dass die Welt kleiner ist, ist doch ziemlich falsch. Was leider die 16%, die mir da angezeigt wurden am Anfang, stützt. Ja gut, dann erst recht, oder? Schnell zu der einen Höhle, die wir hier hinten freigesetzt haben. Wobei, haben wir da nicht sogar noch zwei? Hier war doch auch noch was, ne? Da hinten. Alter, WTF. Und ich habe das Feuer vergessen. Den Grill habe ich noch nicht entzündet, was ziemlich dumm war. Wobei, ich glaube, es kommt aufs Gleiche raus. Ja, das Feuer ist wirklich essentiell in der Welt. Ohne das Feuer bist du machtlos. Jetzt, wo ich das so sehe, scheint die Welt die meisten Höhlen zu haben. Aber wie kann es sein, dass es dann nur so wenige Schätze gibt? Oder ist die Hälfte davon dann Dori? Hey, komm mit! Da haben wir einen Dandori, okay. Da, ein Laubling! Komm, es ist Zeit für Dandori. Also gut, Grünschnabel. Du solltest diesem Laubling mal zeigen, wozu du beim Dandori fähig bist. Machen wir. Und danach gehen wir sofort in die richtige Höhle nebenan. Heiße Luft, Schwierigkeit 4. Je besser dein Dandori, umso wichtiger bist du. Okay. Bist du gut zu deinen Pikmin? Bist du gut in Dandori? Bist du gut? Ich bin gut!
Das beweisen die 2000 Like auf diesem Video. Wir haben doch 2000, oder? Okay, erstmal umwandeln. Wobei, warte, was? Ich habe schon 60 Pikmin bei mir? Gibt's denn überhaupt welche auf der Map? Also ich sehe keine, nur Blumen. Und wieder Gestrüpp zum Zündeln. Ja, weiß ich nicht. Also, das ist zwar eine ziemlich geile Idee, aber etwas overused mittlerweile. Oh Mist. Ja, super. Direkt ein Toter. GG. Holt euch den Nektar, Mann. Egal, komm, wir lassen uns von diesem Fehlstart jetzt nicht triggern. Machen wir weiter. 71 Gold? Das ist wirklich krass viel, ne? Wo ist der brennende Grill? Ach nee, jetzt machen die weiter hier. Die Flügelpikmin sind gegen fliegende Gegner ja sehr effektiv. Dann schicken wir die am besten zuerst. Dann noch hinterher dashen. Nice, dann ist der tot. Und wir müssen mal mitgehen, weil da sind noch mehr. Es war keine gute Idee, einfach sofort alles abtransportieren zu lassen. Wir müssen erstmal Gegner killen. Aber hier ist jetzt ein Zugang. Okay. Ich lasse die mal arbeiten. Ich finde einfach nicht den brennenden Grill. Ah, doch, da ist er. Da hinten ist er! Ja, ich habe leider keine Pikmin bei mir zum Umwandeln. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Bitte blas das Feuer nicht aus. Blas das Feuer nicht aus. Danke. Will nichts von dir. Während meine Pikmin am Arbeiten sind, mache ich den ganzen Weg frei. Ich glaube, das ist relativ effizient, so wie wir das gerade machen. Irgendwas hat Otten aber noch im Maul. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Sieht zumindest so aus. Nee, doch nicht? Dann bist du fetter geworden. Entschuldigung, aber ist so. Habe ich jetzt alles? Nein. Hier noch. Ah, okay. Da können wir auch die Laufrichtung ändern. Alles klar. Also ich weiß nicht genau, warum man hier so extrem viele Flügelpikmin bekommen kann. Aber es wird schon seine Gründe haben. Daher wandle ich um, was geht. Hierher kommen, wenn ihr fertig seid, verflixt. Oh, jetzt brauchen die so ewig lang. Na gut, dann machen wir ohne Flügelpikmin weiter. Vor allem hier ist ja auch noch eine Blume. Otchen, du nimmst dir die Glocke. Ne, Trompete ist es. Hierher. Da oben sind schon genug Pikmin beschäftigt. Ich brauche euch bei diesem Goldhaufen. Einmal umwandeln. Ja, ich denke, der Vorteil ist halt einfach, dass die Flügelpikmin einfacher zur Basis kommen. Die müssen ja nicht auf die Laufrichtung des Bandes achten. Die können da einfach drüber fliegen. Oh, auch lustig, wie ich den Dude bislang immer ignoriert habe. Das sind zu wenige Pikmin. Zu wenige, um ihn runterzustoßen. Wir brauchen mehr. Kommt schon. Irgendwelche Einheiten noch zum Kämpfen da? Sind ernsthaft alle am Knechten? Hier kommen welche. Oh nein! Hat er welche runtergestoßen? Ja, ich glaube schon. Ja doch, weil wir hatten vorhin 60. Ach nee, Quatsch, am Anfang ist doch einer verreckt. Heißt, es war sehr knapp, aber noch ist nichts passiert. Ah, den hätte ich am Anfang killen sollen.
Der hat jetzt sehr viel Ärger gemacht. Ah, jetzt ist ein Roter doch noch gestorben. Der war auch die ganze Zeit da an der Edge, leider. Egal. Das müssen wir jetzt so mitnehmen. Wir haben ja noch genug. Und eigentlich auch genug Zeit. Wo ist denn der ganze restliche Stuff? Hier, die Ocarina zum Beispiel. Die wird wieder Ocean machen. Die Leichen. Lassen wir mal von den Flügelpikmin abtransportieren. Die Pfeife auch. Dann gibt es da keine Probleme mit der Laufrichtung. Ja, und wir wandeln auch weiter um. Weil jetzt haben wir gleich nur noch eine Minute und es könnte durchaus eine Rolle spielen, wie die Laufbänder ausgerichtet sind. Problem ist allerdings auch, dass die Flügelpikmin natürlich langsamer sind, ne? Darf man nicht vergessen. Aber so wie ich das sehe, ist alles, was noch fehlt, hier dieser Goldhaufen. Ja, doch, ziemlich sicher. Oh, dann finde ich die Challenge hier aber gut machbar. Am Anfang sah es ultra kompliziert aus. Aber alles gut. Und nicht vergessen, mit Origins Dash kommt man auch über die Laufbänder. Selbst wenn sie in die falsche Richtung zeigen. Und yes! Wir haben es geschafft. So schwer war es nicht. Das war nur heiße Luft hier. Über 300 Punkte. Wow. Krass. Kann nicht sein. So schwindlig. Hier, nimm dies. Du bist ja richtig gut in Dandori. Prima, dann holen wir den ab. Hab ihn. Keine Ahnung, wer das ist. Bringt ihn bitte zum Raumschiff. Machen wir. Dann müssen wir hier unbedingt auch einmal die Abkürzung erschaffen. Ach, und eigentlich können wir auch die Basis verlegen, oder? Ja, wobei, wir haben hier eigentlich nichts mehr zu tun. Es wäre dumm. Was wir aber machen sollten, ist hier einmal die restlichen Pikmin pflücken. Und jetzt geht's schnurstracks zu der Höhle da hinten. Hätte ich vielleicht doch im letzten Part lieber die machen sollen, weil die ist wirklich am weitesten weg von allem, was wir noch zu tun haben. Hier ist halt wirklich gar nichts mehr. Der ganze Rest wartet logischerweise hier in dem Teil der Map. Deswegen macht es jetzt auch keinen Sinn, mit der Höhle bis zum Timer zu warten. Wir werden ganz woanders sein später. Die Kreaturenwiege. Es kamen so viele Kreaturen gleichzeitig auf mich zu, dass ich mich gefühlt habe wie bei einem Nobelbuffet mit allen Extras. Ich war so voll. Das muss ich erstmal sacken lassen. Louis frisst diese Viecher? Was ist falsch mit dem? Aber wenn da so viele Monster sind, dann würde ich, ja, rote, Stein und Lila empfehlen. Tatsächlich genauso wie das Spiel auch. Let's go! Es gibt hier nur 12 Schätze. Also vielleicht ist auch diese Höhle nicht so groß. Weil die wir im letzten Part gemacht hatten, die hatte ja auch nur eine Ebene, aber dafür war es ziemlich kompliziert. Wir können noch mehr lila Pikmin bekommen. Habe ich nichts gegen einzuwenden eigentlich. So selten wie die sind, sollte man die sich auch auf jeden Fall holen. Okay, und wie ich schon sehe, brauchen wir auch hier wieder Feuer. Also das scheint wirklich so das Haupttheme in diesem ganzen Garten der Giganten zu sein. Oh shit. Wobei, warte, ich kann doch den benutzen, oder? Wach auf, du Knecht! Komm her!
Ich kann ihn sogar ins Wasser locken, dann glaube ich, verliert er seine Feuer-Ability. Aber ja, der kann mir den Weg freimachen, nice. Ach so, der kommt nicht überall hin mit, oder was? Dann mach wenigstens hier noch frei. Mach! Oh, ist das dein Ernst, du Keck? Ja, dann stirb. Ist ja dumm. Ach, ich ramm den einfach. Er hat ja schon viel Schaden bekommen. Das übersteht er nicht. So, jetzt bitte schnell abtransportieren, bevor die Hazards wieder kommen. Ah, wobei, bin ich dumm. Hazards einfach kaputt machen. So, dann haben wir Ruhe. Ah, ach so. Okay. Das habe ich nicht gesehen, dass der Grill dahinter ist. Heißt, man braucht die Hilfe von diesem Punktkäfer wirklich nicht. Wobei ich so sogar cooler gefunden hätte. Das wäre nämlich was komplett eigenes gewesen. Und auch nicht so leicht. Naja. Okay, Backup. Ja, hier kann Otschen nicht rein, ne? Bringt ihn um! So. Dann muss hier einmal abgebaut werden. Oh, hier brauche ich noch Feuer, really? Genau in dem Moment, wo das Feuer ausgeht. Man kennt's. Erstmal den fliegenden killen hier. Da sind sie wieder denn extrem effektiv. So, wenn er umfällt, dann alle gemeinsam. Oder wir werfen die Lilanen so. Ja. Das macht krass Schaden. Weg von ihm. Wir dürfen nicht vergessen, dass der immer nochmal angreift, auch wenn er schon tot ist. Das macht den ja so gefährlich. Hier geht's ab. Ich habe übrigens noch keinen Weg zur zweiten Ebene gesehen. Wo geht's denn weiter hier? So, ja, ach, da hinten wahrscheinlich, oder? Nee, nee, da ist noch eine Blume. Hä? Hätte man auch lila Pikmin-Höhle nennen können, wenn es so weitergeht. Ah, aber da geht's weiter. Was machst du? Du sollst pflücken! Der schmeißt wie ein Blöder! Pflücken sollst du, Alter! Gut, Otschen, du kannst kommen. Ach Moment, das ist gar nicht der Weg darauf. Lass das! Wir müssen so gehen, ne? Von hier aus. Ja. Und einmal Feuer mitnehmen. Wobei, halt, der kommt doch gar nicht hoch. Hä? Ah, warte. Ja, okay, ich weiß, wie es geht. Jetzt wird es nur wieder ewig dauern, bis das mit dem Entlassen klappt. Otschen, bleib bitte da stehen. Gut. Wir werfen den rauf und machen dann mit Otschen weiter. Das ist die Lösung. Ja. Und warum ist der Rote jetzt... Warum ist der Rote jetzt runtergesprungen? Kannst du das bitte nehmen? Und mitkommen? Mitkommen, bitte. Schneller! Hallo! Was ist das denn für ein Schmutz? What the fuck? Willst mich doch verarschen? Mann! Ich fass es nicht. Was soll ich denn tun?
Mann! Gut, die einzige wirkliche Lösung dafür ist, schon Pikmin roter Farbe oben zu haben. Nur eins zu werfen. Und dann mit einem von Ojins Roten zu holen. Mega umständlich, mega frustrierend. Hat locker 3 Minuten gedauert. Da schneide ich euch, glaube ich, eine Rage-Compilation zusammen oder so. Keine Ahnung. Okay, wir sollen uns offensichtlich schon wieder aufteilen. Das mag ich aber nicht so in Pikmin 4. Das ist halt echt eine Sache, die wurde schlechter, meiner Meinung nach. Weil da vieles nicht so rund läuft. Vorsicht, nicht steinigen lassen. Wobei Stein-Pikmin eh nicht gesteinigt werden können. Die steinigen lieber selber. So sieht's nämlich aus. Und was zum Teufel ist das hier? Ja, das Ding. Naja. Wir müssen erstmal die Gitterstäbe runterlassen. Oh. Das ist belastend. Da gehe ich tatsächlich lieber auf Nummer sicher und kämpfe nur mit den Stein-Pikmin. Weil die, wie gesagt, nicht gesteinigt werden können. Und diese Frösche, die greifen ja auch immer nochmal an. Selbst wenn sie bereits tot sind. Das muss man echt bedenken. Ja, aber so sind sie glücklicherweise kein Problem. Abkürzung erschaffen. Hazard beseitigen. Aber wir kommen immer noch nicht zum Raumschiff, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt einmal zu Ojin wechseln. Damit er hier den Weg frei prellen kann. Warte! Nein! Wenn ich das jetzt aufmache, dann hat er freie Bahn. Piss dich, Mann. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, okay. Ich warte, bis er angreift, dann mache ich auf. Und jetzt kommen alle sofort her. Hierher. Verstanden. Wir müssen gemeinsam gegen die Krusterwitze kämpfen. Komm her. Und stirb. Gut. Der Lieblingsgegner der Pikmin 4 Entwickler befindet sich auch in dieser Höhle. Okay. Wenn's sein muss. So, dann nochmal alle aufteilen hier. Alles schön brav mitnehmen. Da vorne liegen noch Leichen. Achso, ich kann da ja wieder rauf. Wie dumm sind die lila Pikmin bitte? Ihr könnt die Dinger nicht knacken. Aber Ehre, dass ihr es versucht. So, hier ist auch noch eine Menge Rohmaterial. Und da ist wahrscheinlich noch ein What the hell? Hä? Von wo kommt das? Ja, dann nehme ich lieber den anderen Weg. Was soll das denn? Das ist ja maximal ehrenlos. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte diesen Felsen nicht gesehen und wäre da mit allen Pikmin reingerannt. Hä? Och nö. Darf hier nicht runter mit Ojin. Alter. Was eine ehrenlose Höhle, ey. Ohne Scheiß. Also du kannst es nicht gewesen sein eigentlich. Du kannst doch nur deine blöden Spitzen da schießen. Was die Stein-Pikmin übrigens auch nicht juckt. Aber ich besieg dich so, wie es am schnellsten geht. Ich
Ja, na klar. Natürlich droppt der einen Riesenschinken, der größer ist als er selber. 300 Pikmin werden dafür benötigt, Junge. Wie geil. Ja, aber wo ist denn jetzt die Krusterpizza? Die. Ah ja. Ist das eklig. Das hier ist wirklich der unfairste Gegner bisher. Rein von der Platzierung her und der Situation. Das siehst du ja überhaupt nicht kommen. Okay, aber hier ist auch nur in Anführungsstrichen eine lila Blume. Ich dachte, da wäre jetzt noch ein Schatz. Ist aber nicht so. Fertig? Gut. Helfen. Also die Ebene war schon fies. Wir sollten bei der dritten noch vorsichtiger sein. Vielleicht werden wir deswegen auch verleitet, so viele lila Pikmin zu produzieren, weil die können halt getötet werden von so Steinen, ne? Und die roten natürlich auch. Das hier ist sogar schon die tiefste Ebene. Heißt Bosskampf. Oh, und wenn ich das so sehe, habe ich irgendwie Angst, dass es eine Riesenkrusterpizza ist. Nein, das nicht, aber das wird mitnichten angenehmer. Das scheint die wahre Punktkäfermutter zu sein. Denn die gebärt jetzt. Wir hatten ja schon mal eine in der ersten Welt so als Zwischenboss. Die war ein Witz. Aber ich glaube, das wird jetzt ein richtiger Bosskampf. Oh my god. Die waren Pikmin 2 so unfassbar unfair. Aber gut, der Unterschied ist, dass wir jetzt Stein-Pikmin haben. Die können ja nicht plattgewalzt werden, oder gilt es bei ihr nicht? Wie auch immer, wir müssen erstmal die kleinen Bastarde umbringen. Die allerdings sehr gefräßig sind. Also aufpassen! Nein! Da ist sogar schon einer verreckt. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, Mann. Okay. Greift sie an! Ja, schön. Danke, Auto-Aim. Auto-Aim hat einfach die ganze Zeit auf diesen beschissenen, unnötigen Nektar gezielt. Mach das jetzt lieber mit den Steinpäckern, weil ich mir nicht sicher bin. Aber ich denke, die können nicht plattgewalzt werden. Ja, das scheint auch eine ganz gute Taktik zu sein. Die Mitte ist halt gefährlich, weil sie kann dann in beide Richtungen walzen. Und es ist so ein bisschen unvorhersehbar, in welche Richtung sie walzt. Aber wenn sie sich rechts oder links befindet, kann ja eigentlich nicht viel anbrennen. Ja, das scheint die Lösung zu sein. Also es ist nicht so schwer wie in Pikmin 2, wenn man sein Köpfchen einschaltet. Aber ein Pikmin haben wir trotzdem verloren. Weil ihre scheiß Kinder so gefräßig sind. Deshalb aufpassen. Da sind noch welche. Warum sind da so viele Entlein? Lol. Ja, aber ich bin zufrieden. Also das ist wirklich ein Gegner, den muss man ernst nehmen. Auch wenn er einfacher wurde. Ein Tod. Kann man so hinnehmen. Das kann wirklich um einiges schlimmer ausgehen. Die sind alle One-Hit, wenn sie das Walzen anfängt. Bis auf Steinpikmin, glaube ich. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber ich fände es ehrlich unfair, wenn sie die Steinpikmin killen könnte. Weil die können von nichts im Spiel totgewalzt werden. Warum dann von ihr? Ja, okay, die wiegt 300 Kilo, aber trotzdem. Sollte hier nicht noch ein Gestrandeter sein eigentlich? Hä?
Oder haben wir den schon auf einer anderen Ebene gefunden? Nein, hier ist noch... Ach! Okay, ja. Hier! Das war jetzt ein bisschen lame. Das wäre irgendwie cooler gewesen, wenn der in ihrem Arsch gesteckt hätte oder so. War aber schön zu sehen, wie sie in 4K gebärt. Danke, Pikmin 4 Entwickler. Das haben wir gebraucht. Ich sehe mir die Visitenkarte an. Nein, Spaß dir. Oh, wobei, doch. Die Wahrsagerin Bernice aus Enohei. Dem Willen des Universums folgend, kam sie hierher, um anderen den Weg zu weisen. Gelegentlich treffen ihre Vorhersagen ein. Betonung auf gelegentlich. Glaubt sowas nicht, Leute. Das ist Verarsche. An die Oberfläche zurück. Mit sehr vielen lila Pikmin, ne? Wild. Aber auch mit sehr vielen Schätzen. König der Braten. Witzautomat. Alles klar. So, wie schaut's aus? Wir haben 39 lila Pikmin. Einer ist halt verreckt. Tja. Joa, schon einiges erlebt heute. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt muss ich mich nur kurz orientieren. Womit machen wir am besten weiter? Hier, oder? Oh, und der andere Dude ist noch gar nicht abtransportiert worden. Da ist auch noch eine Höhle. Und was ist hier? Da haben wir den Grill angezündet. Hier war Wasser, ne? Okay, das heißt, der Gegner, der da ist, hat einen Schatz. Ja, ich glaube, wir gehen aber erstmal darauf. Wird das Beste sein, oder? Ja. Den anderen Bruder, den können wir dann ja später noch ins Ziel tragen. Hier brauche ich auch Feuer? Wie das denn? Oh. Und hier muss gebaut werden. Gut, dann schaue ich mich mal hier drüben um. Da ist Rohmaterial. Ja gut, dann holt es euch. Und die dritte Basis. Aber wir brauchen hier Feuer, sonst geht gar nichts. Ach ja, hier ist die Steinwand, genau. Und die Höhle haben wir ja vorhin schon gesehen. Ich wusste jetzt nur nicht mehr genau, wo das war. Was geht hier ab? Okay. Holen wir das mal schnell auf entspannt. Allerdings wird auch hier Feuer gebraucht. Oh! Und da ist Louis! Würde aber sagen, da gehen wir als allerletztes hin. Was passiert da oben, wenn man den Knopf drückt? Das Wasser fließt ab. Ach so, ach ja, damit man das Feuer hierher bringen kann, oder was? Wobei, der kann doch dann hier eh nicht raufspringen. Hä? Verstehe ich nicht. Nee, keine Ahnung. Check ich nicht, Digga. Sehr verwirrend. Hier brauchen wir Feuer und eine Brücke entsteht da. Alter. Eine Menge zu tun. Ah, damit kann man dann das Wasser abschalten. Gut, let's go. Nochmal Dandori? Wow, really? Okay, machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir müssen jetzt eh erstmal fertig bauen.
Und ich brauche Feuer. Ganz wichtig. Ach, wobei, das Feuer können... Ah, das können wir dann ja gleich holen. Wenn wir den Gegner gekillt haben, der da chillt. Ja, dann nehme ich lieber mehr Wasser-Pikmin. Wobei, brauche ich die dann noch? Nee, eigentlich nicht. Dann nehmen wir Lederne für den Kampf. Ja. Okay. Macht das Wasser aus, bitte. Ja, wobei, macht es später. Komm her, alle herkommen, wir müssen kämpfen. Hier, dieser Krebs, der müsste einen Schatz haben, laut Karte. Was ist wieder der mit den Augen? Schneller! Boah, das war mega knapp gerade. Er wollte schon angreifen. Werfen wäre, glaube ich, effektiver gewesen. Das war nicht so klug von mir. Vor allem Lierende werfen, immer besser. Gebt es ihm! Ach nee, die kommen ja gar nicht so weit drauf. Oh. Okay, hat gerade noch gereicht. Holy shit. Habe ich jetzt überhaupt Rote bei mir? Ich bin so stupid. Ich habe keine Roten mitgenommen! Ja gut, dann machen wir das dann, Dori, weil danach kannst du ja wieder Pikmin holen, ne? Oder geht es nur noch Höhlen? Shit. Egal, ich mach das jetzt. Da, ein Laubling! Heute, Dandori. Morgen, mehr Dandori! Alles klar, Bruder. Also gut, Grünschnabel. Du solltest diesem Laubling mal zeigen, wozu du beim Dandori fähig bist. Mach ich! Natürlich! Sieht schwer aus. Ja, Pikmin. Verlier sie nicht. Eine Grundregel beim Dandori. Kennst du die Grundregeln? Dann beweise es mir. Kennt ihr schon die Grundregeln, Leute? Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Sorry. Lass mich immer verleiten. Wenn der Typ cringe redet, dann muss ich auch cringe reden. Wir brauchen Rohmaterial? Okay. Das hatten wir in so einem Minispiel-Dungeon noch nie. Aber gut. Und die Kälte, die wird auch eine Rolle spielen. Wir brauchen mehr Eis-Pikmin. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn wir die jetzt losschicken, die Roten. Wenn es hier überall arschkalt ist. Pflück mal, Otchin. Eigentlich wollte ich, dass er es alleine macht, aber gut. Dann lassen wir die Eis-Pikmin mal hier das Rohmaterial holen. Aber wir brauchen noch mehr, ne? 22 waren es insgesamt. Es muss also an einer anderen Stelle noch Rohmaterial geben. So, und hier ist es wieder sehr, sehr kalt. Das ändern wir. Und am besten schwächen wir auch gleich mal den Typen hier. Und jetzt gemeinsamer Angriff, los! Otchin, was tust du bitte? Das habe ich mir anders vorgestellt, aber ich glaube sogar, dass niemand gestorben ist. Fragt mich nur bitte nicht, wie das gerade möglich war. Gut, denken wir Raum für Raum. Wobei der eine oder andere vielleicht auch schon mit dem Goldtransport anfangen kann, ne? Obwohl... Nee, ich brauche alle Einheiten hier. Alle Einheiten zu mir. Ah, nee. Lieber so. Genau.
Übertreibt es nicht. Die Ice Pikmin können ihn auch jetzt killen. Oder alle. Ja, weil bei dem Vieh darf man halt wirklich nicht vergessen, dass es immer noch mal angreift. Selbst wenn es schon verreckt ist. Hier ist Feuer. Konnte ja vorhin die Eisbarriere tatsächlich so one-hitten. Dann machen wir das nochmal. So, jetzt ist es auch hier nicht mehr eisig kalt. Da brauchen wir Otschin und da ist auch das Rohmaterial. Was? Wieso greift ihr an? Okay, mit Otschins Hilfe ist es nochmal gut gegangen. Klug war das jetzt trotzdem nicht. War ein sehr unvorbereiteter Angriff. Okay, man sieht's. Die Roten gefrieren, also schnell. Auch hier bitte einmal den Grill anzünden. Danke, hat jetzt ewig gedauert, bis die Roten gekommen sind. Ah, weil sie hier eingefroren sind, alles klar. Das wollen wir ändern. Jetzt brennt's überall. Otschin, graben. Ach so, oh, stimmt. Ich muss ja noch den Auftrag für den Brückenbau erteilen. Wir haben jetzt zwar das Rohmaterial, aber es wird noch nichts damit angefangen. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Sehr schön. Und dann können wir jetzt auch endlich mit dem Abtransport beginnen. Vor allem hier mit dem Gold. Das wird von dem kürzeren Laufweg am meisten profitieren, denke ich. Auch wenn die jetzt immer noch nicht fertig sind mit der blöden Brücke. Aber jetzt. Okay, also ab sofort sollte das schneller gehen. Hier macht ihr mal weiter. Otschin, du nicht. Dich brauche ich hier. Bei dem großen Oschi. Ihr schnappt euch die Schnecke. Ach, hier frieren die noch. Hier ist aber auch kein Grill, ne? Verdammt. Das heißt, entweder muss ich mit einem... Ja. Mit einem brennenden Tanzzapfen in der Nähe sein. Oder ich beauftrage halt ausschließlich die Ice Pikmin damit. Aber das habe ich jetzt leider zu spät gecheckt. Na gut, jetzt spielt es keine Rolle mehr. Gut, dann nimmst du dir jetzt bitte die Kartoffel. Das hier wird schon reichen, oder? Ich schmeiß jetzt noch die zwei Eisdinger dahin. Alle Pikmin, die nichts zu tun haben, sofort hierher kommen. Hier wartet noch eine Menge auf den fertigen Abtransport. Los jetzt. Wir auch helfen. Helfen. Und nur noch 1,20. Und noch nicht mal Bronze. Hä? Wieso? Otschin. Ja, nimm den hier. Warte jetzt die paar Sekunden. Es müsste ja sonst alles schon im Ziel sein. Ja, es wird knapp, aber wir schaffen es, denke ich. Fertig machen. Fertig machen. Ja, guck mal, jetzt haben wir schon Silber. Guck mich nochmal um. Da ist das Gold weg. Hier brennt noch kein Ofen, aber das sollte egal sein. Ist die Tomate wirklich alles? Ah, nein. Hier, guck mal. Jetzt haben wir Gold, das ist schon mal das Wichtigste. Ja, aber ich denke, wir sind fertig. Auch gut machbar eigentlich. Schön. Was ein Bombenpart. Gucken wir mal, was wir noch für Kleinigkeiten auf der Oberwelt schaffen können. Nein, Dandori, so gut. Unschlagbar. Wie versprochen, erhältst du eine Belohnung. Tani. Schnappen wir ihn uns. Ah, sehr gut. Man kann doch
nach einem Dandori-Minispiel nochmal Pigment tauschen. Dann nehmen wir weiße. Blaue brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Stattdessen lieber 10 lilane. Oder mehr lilane. Ja. Oh, warte, habe ich vorhin den Laubling abtransportiert? Oder ist der das? Nee, das müsste doch der Typ aus der Höhle sein, oder? Scheint aber abtransportiert zu sein. Ich sehe sonst nämlich niemanden mehr auf der Map. Okay. Dann schnappt ihr euch die Papaya und den Bossgegner. Hier brauchen wir einmal Feuer. So. Und gleich nochmal. Oh nein! Nicht diese Drecksviecher! Für euch habe ich jetzt gar keine Zeit. WTF! Ja, genau. Wieder schön Auto-Aim auf diesen blöden Nektar. Ich hasse das. Wir haben nur noch eine Minute. Schnell. Ja, kann man nichts lesen, weiß ich. Egal. Anzünden, anzünden, anzünden. Okay, damit bin ich zufrieden. Das reicht mir fürs Erste. Oh, wobei, warte mal. Wir könnten natürlich noch hier einmal Feuer machen. Und die neue Basis aktivieren. So, genau. Weil hier werden wir dann auch das nächste Mal weitermachen. Was aber noch wichtig wäre, ist den einen Dude abtransportieren, der es zeitlich nicht geschafft hat. Also muss ich die Basis doch nochmal hierher verlegen. Wo liegt der denn? Da liegt er. Also ganz knapp nur. Komm. Vielleicht schaffe ich es dann nochmal zurück. Das eine Pikmin ist auch da. Ja, also es ist alles geglückt, zumindest. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen in den anderen Gebieten, wo wir waren. Ach, da ist ja auch ein Botox-Käfer. Ja. Natürlich nicht mehr geschafft. Schade. Aber wäre ich innen über das Haus dahin gegangen, hätte es vielleicht noch gereicht. Habe ich jetzt irgendwie vergessen. Na egal, das sind Nuancen. Ich denke, wir haben sehr viel geschafft an diesem Tag und die Prozentanzeige ordentlich hochgeschraubt. Auf jeden Fall nicht unzufrieden. Und so sieht die Statistik an Tag 30 aus. Höchst erfreulich. Nur ein Tod. Bei so einem Bossgegner eine gute Leistung, denke ich. Und 57% stabil. Wie leben die Leute auf Koppai eigentlich so? Das habe ich mich schon länger gefragt. Soweit ich gehört habe, ist es dort zu einer wahren Bevölkerungsexplosion gekommen. Wenn das so weitergeht, stecken sie bald in einer ausgemachten Nahrungsmittelkrise. Ziemlich besorgniserregend. Apropos, wir müssen unbedingt unsere Rationen gut planen, sonst können wir uns nicht mal mehr einen Snack erlauben. Jaha. Wie jetzt? Ein Snack zwischendurch ist doch wohl nicht unser größtes Problem, oder? Einige könnten schon ein bisschen kürzer treten, finde ich.